Burghausens Fans hatten nach dem Spiel im Ronhof Gesprächsbedarf und sie ahnen es, das waren keine positiven Gesprächsinhalte. Dabei waren die 90 Minuten zuvor hier Regionalliga-Fußball vom Feinsten. Der Reihe nach. Das kleine Kleeblatt mischt nach 2 Siegen aus 3 Spielen weiter oben mit. Hier aber startet Wacker besser. 7. Minute, Lungwitz mit dem kapitalen Bock. Felix Bachschmidt schaltet sofort und zündet den Turbo. Bachschmidt gegen Schaffran, Bachschmidt trifft. 1-0, nettes Gastgeschenk von Lungwitz, das Bachschmidt in sein drittes Saisontor umsetzt. Dann die 25. Minute und jetzt ganz genau hingeschaut. Amari schießt aufs Tor, Arendt wehrt den Ball mit der Hand ab, Schiedsrichter Wittmann zeigt sofort auf den Punkt. Soweit, so klar das Handspiel. Aber Wittmann berät sich mit seinem Assistenten und gibt Arendt rot. Diskussionswürdig, ob Arendt da wirklich klar ein Tor verhindert. Diese Entscheidung ist ganz hart. Und Kevin Hingerl ganz egal. Hingerl verwandelt den Elfmeter eiskalt zum 2-0. Die Gästefans zu diesem Zeitpunkt also völlig zufrieden. Das ändert sich 5 Minuten später. Langer führter Ball, Wackers Abwehr pennt, Robin Luca Kehr nicht. Wunderbarer Heber zum Anschlusstreffer. Ganz gefühlvoll nimmt Kehr diesen Ball direkt und macht dem Kleeblatt in Unterzahl neue Hoffnung. Die wird nach 80 Minuten weiter getrübt. Malik McLemore steigt da unnötig und viel zu hart ein und sieht seine zweite gelbe Karte. Führt also nur noch zu 9, Wacker mit der Riesenchance, seinen Negativlauf zu beenden. Diese aber nutzt Burghausen nicht. 85. Minute, Ecke führt, Ferry bringt den Ball vors Tor, da herrscht Chaos, Patrick Ort hält seinen Fuß rein und trifft zum Ausgleich. Mit 2 Mann weniger holt das Kleeblatt doch noch einen Punkt und gefühlt geht damit Burghausens Niederlagenserie weiter. Ja, am Ende wie eine Niederlage, muss man sagen. Den Punkt nehmen wir zwar mit vorm Spiel, hat man gesagt, ist okay, aber am Ende ist es für uns eine gefühlte Niederlage, ganz klar. Ich habe es auch in der Halbzeit den Jungs klipp und klar gesagt, dass die ersten 20 Minuten einfach scheiße waren. Und es tut mir leid, aber es war so. Und danach aber wiederum wirklich, sagen wir so, sich jeder reingehaut, reingebissen. Und bin mega stolz auf die Truppe.